Maggie. Marek, ich habe noch ein paar Fragen an dich. Kurze Fragen, die du mir hoffentlich schnell und präzise beantworten kannst zu unserem Monatsthema Akne. Und eine, die mir vor allem im Kopf herumschwirrt, neben so einigen Mythen, ist: War jeder Pickel mal ein Komedon? Ja, Ein war Mittes. er. Ah, War er. okay. Jeder einzelne Pickel fängt mit so einem Mikrokomedon überhaupt erst an. Vorher kann sich der Pickel nicht bilden. Das heißt, an jedem Follikel, selbst die bei diesem Pflaumen, ne, da ist wahrscheinlich auch überall ein Follikel, oder? Ja. Und da ist doch immer dann diese Sebumdüse, genau, Drüse. Und die ist manchmal ein bisschen zu eifrig und manchmal ein bisschen verstopft. Und das ist das, wo dann erstmal der Comedon kommt, bei manchen offen, bei manchen geschlossen oder beides. Und daraus kann dann ein Pickel werden, ne? Daraus kann dann irgendwann ein Pickel werden. Diese Mikrokomedonen kann man aber mit dem sichtbaren Auge vorher noch gar nicht sehen. Das heißt, jede Pore ist tendenziell schon mal ein Pickel. Ja, wobei Pickel nennt man, sagt man umgangssprachlich ja sowohl zu diesem eitrigen, das nenne ich dann immer Pickel, den man fast aus, aber diese rötlichen, geschlossen, die so Schmerzen, so eine Beule sind, das nennt man ja eigentlich anders, ne? Also beziehungsweise die mit dem Eiter drin sind ja die Papeln? Pus. Nee, das sind die Papeln, sind die ohne. Ach Und so. diese Pustules, ich kenne gerade nur den englischen Begriff, wo das Pus drin ist, Ah. das ist quasi das Gelbe mit dem Eiter. Und wann kriegt man das eine oder das andere? Das ist je nachdem. Also das mit dem Eiter ist quasi eine stärkere Entzündung in der Haut, wo auch die Porenwände mit angegriffen werden. Also das ist quasi die schlimmere Form von beiden. Aber die so ein bisschen fast schon was Zystik-Akne sind, dann ist das auch die Papeln oder die. Was richtig Akne ist, das sind in der Regel halt auch die Pustules, die unten auch immer die Entzündung mit dem Eiter drin haben. Nur man sieht das halt auch nicht immer, ne? Manchmal sind die so tief und da ist drüber diese mehrere Hautschichten und diese Entzündung, dass man den Eiter da drin quasi überhaupt nicht sehen kann. Nun gut, und jetzt haben wir so einen schönen dicken Pickel mit weißem, ploppigen Kopf, einer Rötung. Darf ich den nun ploppen oder nicht? Es wird ja immer gesagt, man darf den auf gar keinen Fall irgendwann mal ploppen. Aber ich muss sagen, rein aus der Erfahrung ist es wirklich so, es gibt so einen Punkt, da ist der Pickel reif, geploppt zu werden. Und der heilt auch viel, viel schneller, also über Nacht schon richtig gut ab, wenn dieser ganze Druck, also dieses Ganze mit der Entzündung da drin, das drückt ja auch überall aufs Gewebe, das ist ja auch nicht gut. Und wenn man diesen Druck nehmen kann, und diese ganzen Entzündungsmasse daraus ziehen kann, ist das ja gut für den Pickel. Und ich muss sagen, wenn das soweit ist und man nicht doll drauf drumdrücken muss, sollte man den ausdrücken. Es wurde ja immer gesagt, weil man beim das Risiko besteht, dass man die Bakterien auch tiefer in die Haut drückt. Das passiert dann wahrscheinlich eher, wenn man dann ja auch wirklich versucht, sowas von unten irgendwie nach oben, wo eigentlich keine Öffnung, ne, diese perforierte Haut im Prinzip ist. Und ich muss sagen, ich kriege meistens tatsächlich nur die weißen Pickel, die Eiterpickel. Und ich drücke die auch eigentlich auch aus. Nicht nur aus optischer Sache, sondern wie du auch sagst, um diesen Druck rauszunehmen. Ich habe mal irgendwo gelesen, ich weiß nicht mehr wo, dass wenn man sie auseinanderzieht und es dann ploppt, dass er dann definitiv reif war. Aber ich finde, das hat nicht immer so geklappt. Manchmal versuche ich das, sie auseinanderzuziehen. Ich habe da ja auch eine kleine Routine dazu dann immer, dass ich natürlich saubere Hände und so weiter, ne? Immer dann Kosmetiktuch dabei. Und wenn ich ihn dann geploppt habe, gehe ich mit Octenisept, also Wund. Desinfektionsmittel. Und seitdem ich das auch mache, hat es tatsächlich immer so ein bisschen besser funktioniert, hat sich dann nicht so doll entzündet. Und The Holy Grail waren dann ja tatsächlich jetzt die drauf zu machen, weil die ja dieses feuchte Klima da drin behalten und das dann schneller abheilen kann. Ne? Dieses Wässerchen, was ja auch die Bakterien enthält, geht dann ja rein in dieses Hydrokolloid und bleibt dann nicht in der Wunde. Und ich meine, gerade wer ploppt, dem kann ich die nur ans Herz legen. Ne? Unbedingt. Finde ich ganz witzig, weil ich habe es immer so gemacht, dass ich dann mit dem Kosmetiktuch noch länger ein bisschen mit leichtem Druck drauf gegangen bin, um quasi den Rest noch aufzusaugen, damit die Stelle am Ende so trocken wie möglich ist quasi. Und dann immer versucht, nicht mit zu fettigen Sachen drüber zu gehen. Also die Stelle am besten freilassen. Manchmal habe ich dann auch noch BHA drauf gemacht, aber weil der Patch dann nicht so gut klebt, ist das immer so ein bisschen heikel. Aber nicht wegen so sehr wegen der peelenden Wirkung, sondern weil das ja entzündungshemmend sein kann, ne? Ja, definitiv. Ist.
Nun haben wir auch schon darüber gesprochen, über die Reinigung, dass die möglichst mild sein soll. Aber gerade wenn man auch eine ölige Haut hat, ist es dann sinnvoll, häufiger zu waschen? Das ist ja auch, glaube ich, so ein Mythos, weil im deutschsprachigen Raum mit unreiner Haut ja auch immer einem vermittelt wird, du wäschst deine Haut nicht oft genug. Genau, und das ist im Prinzip Bullshit. Da wird auch jeder, der so unreine, ölige Haut hat, auch selber schon mal drauf gekommen sein. Und je häufiger man, also die Haut ist ja schon in einem Ungleichgewicht und du bringst die nicht zurück ins Gleichgewicht, indem du die austrocknest und viel zu viel von den ganzen natürlichen Ölen entfettest, sondern du musst sie sauber halten, aber nicht von den ganzen Hautfetten, also die nicht alle entfernen, weil dann die Hautbarriere kaputt ist, das möchtest du auch nicht. Deswegen also sauber halten reicht mit zweimal am Tag, da muss nicht ein drittes Mal gewaschen werden und dann restlicherweise versuchen so zu pflegen, dass die Hautbarriere nicht kaputt geht. Nun gibt es aber auch noch den Ansatz, Öl mit Öl bekämpfen. Sprich, wer ölige Haut hat und vor allem auch Pickel, da sollte man dann auch mit bestimmten Ölen drüber gehen. Dann wird sich das alles einpendeln und weniger fetten. Ist da was dran? Habe ich mal ausprobiert. Ich muss sagen, mit diesen ganzen Ölen entweder lange einwirken lassen, aber gerade über Nacht funktioniert das überhaupt nicht und bei mir wachsen die Pickel dann total stark, weil ja eben die Aknebakterien auch von diesen Ölen leben können und deswegen würde ich das auf gar keinen Fall empfehlen. Also Ölreinigung, okay, wie wir das in unserem Reinigungstalk hatten, aber nicht, um da jetzt das direkt damit zu bekämpfen. Und ist auf ölige Haut, kann man da grundsätzlich auf Pflege oder Cremes verzichten? Ist ja auch so ein Mythos oder ist es keiner? Nee, also ich finde, das ist auch so ein Mythos, dass man darauf verzichten sollte, aber ich finde das genauso falsch, weil wenn ich das mache, leidet meine Hautbarriere auch darunter, weil die nicht ausreichend gepflegt ist, weil mein Sebum selber meine Haut nicht pflegt wirklich. Und das Sebum sich über die Dauer, auch wenn man das so drauf lässt, die Haut irritiert, weil mehr freie Fettsäuren entstehen. Nun gibt es alle möglichen Wirkstoffe, die gegen Pickel helfen sollen, aber eigentlich ist das Wundermittel doch überall da, wie viele behaupten, die Sonne heilt sie. Gehen wir auf die Sonnenbank, wenn es Winter ist und dann sonst im Sommer einfach in die Sonne und dann trocknet das alles, ist super gesund, stimmt das? Ich glaube, also ich verstehe, dass der Eindruck entsteht, weil die Haut brauner wird und je brauner die Haut ist, umso weniger fallen diese ganzen Pickel auf. Meistens ist es im Urlaub, man ist sowieso total entspannt, hat viel frische Luft und so. Aber die UV-Strahlung an sich, obwohl sie ein bisschen antibakteriellen Effekt hat, man übersteigt innerhalb von wenigen Minuten die positiven Eigenschaften und die negativen Eigenschaften gehen dann drüber, wo dann wieder die Hautbarriere beeinträchtigt wird, die Haut entzündet durch UV-Strahlung und dadurch Akne wieder befeuert werden kann. Deswegen per se, nee, in Maßen genießen, aber doch mit Sonnenschutz. Und was ist mit dem Tipp, einfach ein bisschen Zahnpasta auf den Pickel zu tun, damit der austrocknet? Haben wir, glaube ich, alle irgendwie schon mal ausprobiert. Das funktioniert ja tatsächlich, dass es austrocknet, ist aber ähnlich wie mit der Sonne. Es trocknet die Haut aus, greift die Barriere an und fördert nicht so diesen gesunden Hautzustand der Haut. Deswegen lieber nachlassen. Wäre es nicht auch möglich, dass die Minze, die ja in den meisten Produkten drin ist, dann ja auch noch super kontraproduktiv ist? Genau, also per se ist Zahnpasta sowieso schon mal sehr, sehr irritierend, auch mit dem Tensiden da drin. Was gibt es noch so für Hausmittelchen, die du für gut oder für schlecht befunden hast? Welche ich für gut befunden habe? Also ich muss sagen, Teebaumöl wird ja ganz gerne nochmal mit empfohlen, was auch vom Allergiepotenzial viel zu hoch ist. Und dann wird ja Backpulver auch nochmal empfohlen, kann ich auch überhaupt nicht nachvollziehen. Der pH-Wert ist viel zu hoch, greift auch wieder die Hautbarriere an. Und ansonsten ist das Gleiche wie mit Zitrone schon wieder. Hatte ich auch schon mal gesehen, dass das empfohlen wird gegen Pickel. Ist oder Seesalz, Sea Salt, genau, Meersalz. Meersalz, ja, genau. Haben wir auch schon. Was ist mit Manuka-Honig? Habe ich noch nicht ausprobiert. Könnte vielleicht, ich glaube, der ist... Das soll ja antibakteriell wirken, kann das sein? Ist es das? Das könnte einen Effekt haben. Ich glaube einfach gegen unsere Standardwirkstoffe, Salicylsäure, Retinoide, auch Niacinamid, kommen die einfach überhaupt nicht gegen an. Und deswegen sehe ich nicht den Sinn, darauf einzugehen. Nun kriegt man, wenn man Akne hat, ja auch super lieb gemeinte Tipps. Zum Beispiel seinen Stress zu reduzieren, bei der Ernährung auf dies, das, um das zu verzichten, sein Kopfkissen zu wechseln. Kann das gleichgesetzt werden mit milderer Pflege und
guten Wirkstoffen? Muss man wahrscheinlich einzeln ausprobieren, ob das klappt. Für mich muss ich selber sagen, dass das nicht gleichgesetzt werden kann mit milder Pflege, weil wenn ich das nämlich einfach weglasse und auf meine Pflege nicht mehr achte, dann komme ich mit dem anderen auch nicht so weit, sondern verschlechter wieder meine Haut. Als Ergänzung hat das bei mir aber super funktioniert, da zumindest darauf zu achten, dass ich nicht zu viele Milchprodukte nehme und gerade so Sachen wie Zucker. Also hoher glykämischer Index hat auch einen ziemlich negativen Effekt auf meine Akne. Ah ja, da gibt's ja, ne? Zucker, Alkohol, scharfe Sachen. Was gibt es dann noch, was man probieren kann, was vielleicht bei einem wegfällt? Wie gesagt, Milch wäre noch und gerade die Kombi aus sehr fettigen Sachen mit Zuckern hat bei mir auch einen Effekt gehabt, wo ich gemerkt habe, dass das überhaupt nicht förderlich ist. Und was ist mit unterschiedlichen Arten von Fetten, dass man mehr ungesättigte als gesättigte zu sich nimmt? Weißt du, ob es da was gibt? Das unterstützt auf jeden Fall den antientzündlichen Grundzustand deiner Haut. Machst sie nicht mehr ganz so anfällig für Akne. Den habe ich praktisch nur nicht ganz so rausgemerkt, wie wenn ich einfach die Entzündungsquellen wie Zucker oder Alkohol stärker weglasse. Und hat das Wechseln des Kopfkissens häufiger bei dir tatsächlich geholfen? Nicht, dass ich es gemerkt habe, aber so fürs Wohlbefinden ist es halt irgendwie schöner, wenn das Kissen häufiger mal gewechselt ist. Ich bin ja so, dass ich immer so ein Kuscheltuch drauf habe, beziehungsweise ich drehe das natürlich, da ich zwei Kopfkissen habe, wechsle ich die mal durch und dann habe ich, wie gesagt, noch so ein Kuschelding, das wechsle ich dann auch und dann ist dann ja auch die nächste Wäsche dran. Man hat ja auch einfach das Problem, dass das, was auf dem Gesicht eine Pflege ist, ja auch letztendlich im Kissen dann abgewischt wird. Ich bin ja Bauchschläfer, aber ich vermute, Seifenschläfer haben ja auch das Problem, dass dann einfach die Wirkstoffe dann ja sonst und die machen natürlich das Kissen dann irgendwie bebe. Es ist ja nicht nur die Akne, ne? Nee, aber das habe ich auch relativ stark, deswegen versuche ich halt so wenig fettige, zurückbleibende Pflege zu verwenden, damit schon mal per se nicht so viel ins Kissen übergeht, was einen großen Unterschied macht, ob man zum Beispiel Baumwoll oder die ganzen synthetischen Fasern hat. Die synthetischen Fasern ziehen ja so stark die Fette auf, das heißt, man schmiert sich viel stärker diese Creme da rein, als zum Beispiel wie bei Baumwolle. Da würde ich noch mit drauf achten und ich wechsle das in dem Fall auch wirklich häufig, weil ich dann, wenn ich so eingeschmierte Sachen habe, dann hat das tatsächlich einen Effekt. Wir sprachen bei der Irritation ja auch über die Reibung, die zum Beispiel durch Handtücher entsteht. Die soll man ja auch immer möglichst durchwechseln, weil da hast du ja auch wirklich noch die Bakterien. Ich vermute mal, wenn der Pickel offen ist, ne, oder so gereizt wurde, oder auch ohne? Auch ohne, aber gerade wenn er offen ist, dann hat das so leichtes Spiel, die Bakterien reinzukommen und die ganze Entzündung von vorne aufzubauen. Deswegen macht es dann also auch Sinn, auch auf den Stoff, nicht nur wegen Baumwolle oder nicht, aber ob strukturiert oder glatt dann auch beim Kissen zu achten, kann das auch irritieren? Je strukturierter das Ganze ist, desto irritierender kann das sein, das auf jeden Fall. Also wenn man da sehr sensibel ist, sollte man darauf achten. Und zwei Wirkstoffe, die ja wirklich alles bekämpfen können, sicherlich auch Akne, viel Wasser trinken und Kokosöl. Also ich weiß, der Trick wird auch manchmal so ein bisschen, der Tipp, wird manchmal so ein bisschen runtergespielt, aber ich muss halt selber auch aus eigener Erfahrung sagen, viel Wasser trinken und auch so ein Blödsinn, wie wenn man was Ungesundes gegessen hat, viel Wasser hinterher schütten. Es funktioniert bei mir. Also der Effekt ist so, und auch immer, wenn ich das immer wieder von Neuem ausprobiere, ich sehe da immer wieder einen Unterschied, dass ich gerade beim viel Wasser dabei bin und Kokosöl ist natürlich Blödsinn. Also ich kann gerade was Ernährung und vielleicht auch Stress, ich merke, dass ich mit Stress durchaus auch ein bisschen mit meiner Hautgesundheit einhergeht. Vielmehr aber ist es wirklich ein sehr, sehr großes Ganzes, weil das war meine Erleuchtung in den späten 30ern, ja, dass die ganzen Hormone letztendlich miteinander irgendwie verknüpft sind. Das ist wie ein Dominostein. Der eine fällt und zieht alle anderen mit. Ich habe ja auch zum Beispiel eine Schilddrüsenunterfunktion und dadurch gerät ja auch nochmal alles so aus den Fugen. Und daher ist das super schwer zu sagen, dass es nur explizit der Stress ist. Ich glaube, es ist wirklich ein kompletter Lebensstil, der komplette Lebensstil. Und ich glaube, da gibt es auch so Facetten. Da ist das einfach nur Lebenserfahrung, dass man merkt, welche Dinge wirklich wichtig sind und welche nicht. Und vielleicht sind wir auch noch zu jung, um sie zu kennen. Und ich finde, das lernt man so mit den Jahren, was einem da tatsächlich gut tut und ja auch den Hormonhaushalt dann so ein bisschen in Balance bringt. Und vielleicht ist das ja der Grund, warum man im Alter dann tatsächlich manchmal weniger Akne hat, oder? Ja, ich denke das auch. Also es ist jetzt so ein bisschen blöd von mir dann auch zu sagen, ich habe das mit dem Alter gelernt. Aber ist tatsächlich, ich beschäftige mich damit jetzt seit 2014 oder 13.
Das sind ja jetzt auch schon ein paar Jährchen. Und es hat bestimmt so 5, 6 Jahre gedauert, bis ich da so richtig drin war, so von wegen, was sind so die stärksten Einflussfaktoren und wie kann ich die am besten beeinflussen? Man geht da lockerer mit um, auch was Stress betrifft. Und im Prinzip ist ja alles irgendwie auch so ein bisschen auf den Hormonspiegel gemünzt, weil selbst das, was man isst, hat ja irgendwie einen Einfluss auf die Hormone und beeinflusst die im groben Ganzen. Deswegen, wenn man da für sich raus hat, was die größten Einflussfaktoren sind, kann man so viel Stress ja auch schon damit rausnehmen, weil man sich auf die eher fokussieren kann und nicht auf allen Bällen gleichzeitig tanzt und versucht, das irgendwie zu retten. Und der rote Faden durch alle Blogposts ist der, dass Maggie die Beiträge damit beendet, mach dir nicht so einen Stress und auch bei Akne, mach dir nicht so viel Stress, ob du die richtigen Produkte benutzt. Und geh das ganz entspannt an, weil der Stress, den du dir machst, ob das jetzt wirklich die richtige Dosierung ist, ob das Social Media konform ist, der kann so kontraproduktiv sein, dass man erst spät merkt, dass das zumindest auch ein Faden ist, an dem gleichzeitig gezogen wird und das eben zu dem Ganzen leider negativ beiträgt. Also immer ganz entspannt. Es ist nicht schlimm, wenn du Fehler machst. Es ist nicht spät. Du kannst keine Irritation völlig ausschließen und darum ein bisschen gechillter mit dem Ganzen umzugehen, glaube ich, kann auch schon ganz schön gut tun. Und stell den Spiegel weg. Je weniger ich meine Pickel genau beobachtet habe, desto besser sahen sie aus. Ein positiverer Weg, ne? Absolut. Das war das Wort zum Sonntag, Maggie. Yay! Aber am Sonntag sprechen wir uns nochmal, oder? Auf jeden Fall. Ich freue mich auch schon. Also lieben Dank. Gerne, bis dann. Ciao.